Pieps, genau, guten Morgen, Mahlzeit, wann immer ihr auch das Video anschaut. Wir haben jetzt unser Geld wieder und wir haben ein kleines Kind sein Sparschwein wiedergebracht und dann festgestellt, dass er mehr hat als wir. Ja, geil. Aber das auch gesagt hätte, wenn wir so oder so ganz viel Cash beisammen hätten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir Post vom Kunzel bekommen haben. Weil ich das eben schon in der Testaufnahme hatte. Musste ich leider nochmal neu machen. Zum Glück habe ich das rechtzeitig gemerkt. So. Holländers T-Shirt von Kunzel. So. Ich habe mir sagen lassen, dass das Lieblingsshirt von diesem Holländer das Logo der berühmten Vanora Apfelkompottdosen ziert. Ob der Typ wirklich so vergessen, so versessen auf Äpfel ist? Oder hat er auch eher seine Finger bei dem im Spiel, was in Vanora abging? Seine Arbeiten in der Forschungsabteilung waren regelmäßig Desaster. Im abteilungsinternen Machtkampf unterlag er, wurde auf einen bedeutungslosen Posten runterbefördert. Würde ich auch nicht geil finden. Und hat dann sicher einen tierischen Hals auf Shinra. Aber da er Firmengeheimnisse kennt, werden sie ihn auch nicht kündigen lassen. Ob das T-Shirt ihm nur das Stressausgleich dient? Entschuldigung, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist mir das vorher noch nie aufgefallen, weil ich nie wirklich wusste, wie dieses, beziehungsweise ich habe da nie drauf geachtet, ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie das aussieht. So, was machen wir? Wir suchen Holz für Eris Bastelkasten, sag ich jetzt einfach mal. Ich weiß, dass er welches hat. Mal gucken, ob wir von ihm welches bekommen. Ich bin ein Handwerker, die die ganze Welt bereist. Und dieses Holz gehört mir. Lass los, die Finger davon. Ich weiß gar nicht genau, wo wir jetzt das Holz herkriegen sollen. Ich mag diesen Teil der Stadt gerne. Hoffentlich gefällt es dir auch. Ja, ich hoffe es auch. Hallo, Eris. Lange nicht gesehen. Meine Güte, warum habe ich jetzt immer so einen Hustenreiz, ey? Ich will was trinken. Vor der Aufnahme ist immer nichts los. Und dann geht die Aufnahme los, dann Kotz, Wirk und Brech, keine Ahnung. Dabei mag ich das Spiel doch. Ist das etwa dein neuer Freund? Oh. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hey, du bist doch... Ja, genau, der Typ, der den Jungen verfolgt hat. Hab von deiner Hilfsaktion gehört. Du bist ja noch nicht so ein eingebildeter Schnösel, wie ich zuerst dachte. Danke, danke, danke. Tut mir leid, dass ich dich so unfair behandelt habe. Hier, nimm dies als kleines Zeichen der Wertschätzung. Danke, danke. Oh, danke. Oh, danke. Aber mal was ganz anderes, Eris. Du hast ja einen ziemlich netten Typen geangelt. Nein, natürlich nicht. Nichts läge mir ferner als das. Oh. Du, Zack, kann ich dir ein bisschen die Auslagen ansehen? Achso, ihr macht doch. Wie? Bist du etwa nur hierher gekommen, um einzukaufen? Klar, easy. Also gut, dann nicht. Ich mache doch nur Spaß. Stöber rum, wie du Lust hast. Danke. Es wird auch nicht lange dauern, versprochen. Bist du dir da so sicher, wenn Frauen einkaufen gehen? Kann das gerne mal eine gefühlte Ewigkeit dauern. Du magst diesen Stand, nicht wahr? Ja, es gibt hier immer etwas Neues zu entdecken. Hey, Eris. Ja? Als Dank dafür, dass du mich gerade so nett mit einem Hallo geweckt hast, würde ich dir gerne etwas kaufen. Aber das brauchst du doch nicht. Ich dachte, dafür wäre die Verabredung. Den Vorschlag scheinst du doch für ziemlichen Unsinn zu halten. Auf jeden Fall. Nun ja, also... Okay, dann betrachte es als... Was? Als Andenken an unser erstes Treffen. Wirklich? Auf jeden Fall. Wirklich. Okay. This one. Alright, I'll go buy it. I'll be right back. How's that? Did you put it on right? Will it stay on? It should be fine. Yeah, it looks great. Thank you, Zack.
I'll always wear it from now on. Sag mal, hast du vielleicht noch etwas Zeit? Ja, eigentlich schon. Warum? Was hältst du davon, wenn wir zum Park gehen? Hey, das klingt ja nach einem Date. Ja. Auf zum Park. Kann gar nicht so schnell genug gehen kommen. Ach, also dann, worauf warten wir? Ich hab keinen Bock zum Stöbern. So, ever meet any soldier members? Maybe. Do you think that they're happy? What do you mean? Heroes to children. Protectors of the peace. But they're not normal. They get some kind of special surgery. Don't they? So they say. Normal is best. I think so. At least. Those soldier people are kind of weird. They're weird, huh? And they're scary. They fight. And they love it. Actually, I'm with Soldier. I'm sorry. So pretty. The face? The eyes. You like them? Then take a closer look. Eyes infused with Mako energy. A soldier trademark. Oh, you. Color of the sky, right? Uh-huh. But not scary at all. I'll admit, things haven't been normal at all lately. What about you, Aerith? How's your life going? I was thinking it would be a normal day. But then suddenly, some guy fell out of the sky. That's not all that bad. Hmm. Zack, return to the Shinra building now. Genesis has attacked us. On my way. I'm sorry, but duty calls. Well, I guess I should get going then. Will I see you again? Of course. I hope that your friend's okay, Zack. Huh? You talk in your sleep. Yeah. It'll be fine. I know that now. Na, war wohl nichts mit dem Date, wa? Naja, ihr werdet euch bestimmt wiedersehen. Hoffe ich zumindest. Von hier aus zum Shinra-Gebäude zu kommen, muss ich über den Markt, wenn ich mich recht erinnere. Ja, wo ging's denn zum Markt? Nee, das ist Sektor 5 Slumstraße. Nee, da ging's auch nicht rum. Oh, das ist sogar die einzige Ecke, wo ich lang kann. Wollen mal gucken, ob wir hier lang kommen. Aber ich bin ja richtig. Ist ja der einzige Weg, wo ich hier lang gehen kann. Schon wieder Monster? Ich sehe nichts. Ich drehe mich immer. Ja, dann bin ich mal gespannt, was Jenny so schon wieder ausgefressen hat, wenn er jetzt direkt das Schnurrgebäude angreift. Das ist auch ein kleiner... Ups, falsche Taste. Auch so ein kleines Monster.
Also jedenfalls vom Verhalten, nicht vom Flügel-Schicht, Degradierungsbla. Da ist auch kein Problem mit. Genesis fand ich an sich eigentlich von Anfang an ziemlich cool. Ich sollte jetzt mal schnell auf die Karte gucken, bevor ich mich gleich 50.000 mal verfrann. Das war jetzt nicht so sexy. So. Oh, ich muss sowieso geradeaus, anderweitig geht das nicht. Aber hier unten ist auch eine Tür. Aber ich glaube, ich gehe jetzt lieber tatsächlich erstmal geradeaus. Hallo. Gibt nur die eine Variante. Verzeihung. Okay. Ja, auf jeden Fall bin ich hier nicht richtig. Ich glaube, da muss ich doch jetzt rechts die Tür nehmen hier. Weil zur Kirche wollte ich ja nicht. Nee. Hier ging's lang. So, rein theoretisch könnte ich jetzt auch nochmal eine Runde bummeln. Aber brauche ich an sich nicht. Das Holz hat sich jetzt erstmal erledigt. Da ist die junge Frau. Ich glaube, hier ging's lang. Also dann zum Shinra-Gebäude. Ich bin schließlich gut vorbereitet. Ich glaube, ich gucke doch nochmal. Na, fangen wir hier an zu mucken. So, das an sich. Nö, komm, scheiß drauf. Okay, hey! Der kleine Dieb von vorhin. Puh, bin ich froh, dass ich dich noch erwischt habe, bevor du nach Hause gehst. Ich wollte dir diese Materie geben. Ich werde nie wieder stehlen, deshalb sollst du sie für mich aufbewahren. Na, wer sagt's denn? Freut mich, dass ich dir gutes Vorbild sein kann. Pff, die Frau ist tacke. Du musst mir aber versprechen, nichts Schlimmes damit anzustellen, ja? Für wen hältst du mich? Das willst du lieber nicht wissen. Ich wollte dir übrigens noch was sagen. Du bist echt nett. Ich finde, dass du super zu Iris passt. Wie kommst du denn jetzt da drauf? Weißt du, Iris steht ziemlich auf dich. Das muss aber unter uns bleiben. Ich drück dir die Daumen. Du kannst dich jederzeit an mich wenden, wenn du Ratschläge in Beziehungsfragen brauchst. Bis dann. Alles klar. Na, das habe ich doch schon mal wieder ausgezeichnet hingekriegt. Die Materie ist bei mir bestens aufgehoben. Beziehungstipps von dem Knirps. Das Shinra-Gebäude. Verdammt, Genesis. Was ist bloß in dich gefahren? Ich werde diesen Wahnsinn ein Ende bereiten. Jo, mach das. Attacke. Emotionaler Schub. Vor allem bin ich sowieso jetzt gespannt, wie es weitergeht. Speichern werde ich nicht. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich finde das sehr, sehr interessant, wie viele Speicherstände es überhaupt gibt. Ihr lasst nichts anbrennen, wa? Ich hab's eilig. Verschwindet! Ja, ich hab's auch eilig. Aber die haben sich verändert. Die haben jetzt Flügel. Die Feuerflügel? Nein, die hatten vorher keine Flügel. Jetzt haben sie Flügel. Sauer. Muss mich ranhalten. Ja, dann lauf. An mir soll's nicht liegen. Oh, zur Abwechslung mal ein Roboter. Sieht nicht so aus, als ließen sich die Jungs mit dem Krähen. Attacke! Also gut, ihr wollt es ja nicht anders. Nummeriert schon mal eure Schrauben! Okay, und ein paar Ersatzteile bräuchte ich auch noch. Ich müsste noch meinen Asus. Nee, nicht Asus. Das Ding heißt Acer. Monitor wieder reparieren. Ich weiß gar nicht genau, was daran jetzt kaputt ist. Ich habe zwar eine Idee. Aber irgendwie bin ich, was das angeht, ein bisschen unerfahren, was das Ding auseinanderbotzeln geht. Oh, ich bin Level Up. Sehr schön. Was ist das denn? Oh, mysteriöser Schattengestalt. Ich habe das Problem mit dem Acer, der am Monitor springt kurz an. Und dann geht er gleich wieder aus. Immer noch nicht genug? Langsam nervt ihr. Nervt. Nervt. Oh, das werden ja tatsächlich Hormone hier. Komm, lass mich jetzt nicht abknibbeln hier.
Mist, ich bin umzingelt. Lästige Fliegen. 6 auf einen Streich, was? Heißt das nicht 7 auf einen Streich? Activating Combat Mode. Zacka! Flup. So. Und mal gucken, wie weit wir das jetzt hier gerecht kriegen. Obwohl mal alle. Okay, das klingt doch ganz gut. Medikit, nein, will ich nicht. Was mache ich hier? Flup. So, eigentlich wollte ich Vitan. Aber das hat nicht so funktioniert, wie ich möchte. Oh, puh, das reicht jetzt aber wirklich. Du willst Rang 1 sein? Ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Ich muss mich beeilen. Heilige Scheiße, was ist das denn? Deswegen hat er auch gefragt, ob wir wirklich bereit dafür sind. Wenn man nicht... was? Wenn man mich nur lassen würde. Ja, mach. Wow. Aber das Leben ist halt kein Zuckerschlecken. Naja, das weiß ich doch. Du brauchst mir nicht extra dran zu erinnern. Na, der hat ganz schön Schmackes. Wohl eine Nummer größer als die anderen Kasper. Aber das wird ihm auch nicht helfen. Nein, das wird ihm auch nicht helfen. Activating Combat Mode. Hat er gerade aktiv mit uns gespielt? Absolut nicht sicher. Nein, 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 lässt du mich in Ruhe? Schöner Rücken, will mich entzücken. War doch kein Boss. Jedenfalls nicht so, wie ich eben dachte. Hey, ich hab wirklich genug. Wo bleibt der Abspann? Sei froh, dass es noch keinen Abspann gibt, mein Freund. Muss mich beeilen. Ja, das musst du wirklich. Lauf, kleiner Sack, lauf. I need your help. Do you? Honestly, what are you thinking, Angeal? I'm not really sure myself. At times I feel as if my mind is mired in fog. But Zach, no matter what happens, I have to protect my honor. As long as I hold the Buster Sword. Zach, join my battle. Our enemy is all that creates suffering. All right. I'll help you. I'll carry you there. No, wait, I... Flying feels pretty good. Entschuldige die Verspätung. Warum hat das so lange gedauert? Silvers, du wirst ausgezehrt. Du wirkst. Nun, die Pflicht ruft. Vermutlich hat Holländer Genesis damit beauftragt, Professor Hojo zu töten. Die Idee gefällt mir allerdings auch. Hojo, der Leiter der Forschungsabteilung? Genau der. Holländer macht ihn dafür... Entschuldigung. Holländer macht ihn dafür verantwortlich, seine Karriere ruiniert zu haben. Dann ist das Ziel des Angriffs sicherlich die Forschungsabteilung über uns. Um Hojo braucht ihr euch nicht zu kümmern. Gut gelaunt, wie immer, was? Auf jeden Fall. Sephiroth übernimmt die untere Etagen. Ich kümmere mich um die Sicherung außerhalb des Gebäudes. Und du eilst Professor Hojo zur Hilfe. Verstanden, Zack? Nein, ich will nicht. Alles klar? Nein! Ich habe zwar keine Ahnung, was Angel vorhat, aber wenigstens kämpfen wir wieder gemeinsam. Das reicht mir als Grund. Na dann, die Forschungsabteilung befindet sich hier den Flur runter. Ja,
tut es. Aber wir werden die Forschungsabteilung erst beim nächsten Mal entdecken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!